Guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem kleinen Vlog. Katie kocht gerade Essen und die filmt das für ihren Food-Vlog oder für ihr Food-Video. Und wir gehen jetzt einfach mal stalken. Kann ich das Gummi so in den Ding stellen? Ich hab's nur 50 Grad, ja, ne? Das Gummi? Ja, das mit dieses Netz halt drin, ne? Keine Ahnung, aber ich glaube, das kannst du in den Ofen stellen. Das ist kein Problem. Ja. Ist fertig, Mumia. Hey, filmst du mich? Ich wollte dir mal über die Schulter schauen. Du hast ja auch was gefilmt, oder? Ja. Was machst du denn für ein Video? Erzähl doch mal. Ich koche. Ich koche. Wir machen nämlich gerade, beziehungsweise Katie macht für uns vegane Spätzle. Eigentlich sind Spätzle ja Eiernudeln. Ja. Und das hier sind halt, ja, sollen halt Spätzle sein. Schmecken auch richtig geil, habe ich schon probiert eben eine. Ein bisschen mehr Salz noch dran, aber... Und die sind ohne Ei gemacht? Ja. Und das hier ist sozusagen eine Käsesoße? Ja. Ersatz? Ja. Okay, also wie es alles entsteht, könnt ihr bei Katie auf jeden Fall sehen. Ja, ich überlege gerade, wie mache ich das da rein, ja. Und, Ja, filmst du jetzt immer die großen Momente, warte. Ich filme die großen Momente. Und du hast auch noch einen Salat gemacht. Aber ich habe einfach die beste Freundin auf der Welt. Ich habe schon mal die Küche total verunstaltet, aber das räume ich natürlich alles wieder auf später. Oder Simon? Nee, ob ich irgendwas mache. Gut, dann gucken wir gleich mal, wie das Essen fertig ist. Essen wir einfach zusammen mit ja, den anderen? Ja, genau. Weil die anderen, kannst du jetzt mal helfen, den Tisch aufzuräumen. Die anderen machen nämlich gerade Lasagne. Ja. Und die essen Fleisch und wir nicht. Und deswegen sehen wir uns dann gleich, wenn das Essen fertig ist. So, jetzt gucken wir mal, wie weit Reni mit dem Essen ist. Ich wollte mal gucken, wie weit ihr mit dem Essen seid. Ja, fast fertig. Ja, führ uns noch, Simon. Führ uns noch mal bitte. Ja, komm MTV doch Crip. Mit! Hey! Na? Hallo! So aufgesetztes Lächeln. Ich mach sogar Nachtisch. Ja? Ja. Alles vegan? Hast du auch, naja, wenn ich das mit Mandeln mache, bestimmt. Nee, ist bestimmt Milchpulver drin. Ja, cool. Ach, und du guckst schon wieder deinen Lieblings-YouTuber, oder was? Simon. Warte, bist du nackt? Ich bin fast nackt. Bitte zieh ich aus. Tschüss. Oh, ich liebe es alles, dass wir hier zusammen wohnen. Ich liebe das. Ja, wir kriegen gleich noch Besuch, ne? Wer denn? Ja, ich weiß, was ich sagen darf. Doch, sag mal. Ich habe keine Steckdose. Sag mal, wer kommt zu Besuch? Die Luna mit der Vanille-Cola und dem Pan. Achso, ja gut. Die kommen gleich nochmal vorbei. Ja, cool. Oh nein! Erstens, das macht er immer. Macht Graf Dracula? Nein, dann zieht er blank. Dann zieht er blank. Zieh mal blank. Du hast keine Klamotten in deinem Schrank. Soll ich singen? Ja, dann kriegen wir gleich noch Besuch von anderen YouTubern. Dann muss ich mir mal andere Sachen anziehen, weil so gammelig, wie ich jetzt immer rumlaufe. Aua! Ich hab mir von den Kopf gestanden. Oh nein! Haben wir das im Video gesehen? Ich weiß es nicht. Aua, es tat auf jeden Fall. Alter, er ist dagegen gesprungen. Oh mein Gott, da geht alles drunter drüber. Das Ding ist da rausgeflogen. Ich wollte so im Hintergrund hier hochspringen, hab allerdings vergessen, dass so eine Tür ja auch einen Türrahmen hat. War ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob es da drauf ist. Ja, hoffen wir mal. Boah! Ey, bist du behindert? Alter, Junge, was ist denn hier eigentlich los? Okay, ich geh schnell wieder in meine Wohnung. Oh, da kommen schon die Fleischesser und bringen ihre Lasagne an unseren schönen veganen Tisch. Das ist heiß. Eine Schande. Das ist lecker, die ist selbst gemacht. Lass uns mein Essen. Und ich geh kurz den Brot holen. Oh, es ist aber schön, dass wir so zusammen essen. Kannst du auch mal bitte so eine Untersetzer für mich holen? Ja, warte. Scheiße, wo sind die Untersetzer? Da. Meinst du, es wird nicht so dekorativ, aber leckerer. Das auf jeden Fall. Diese Opfer können gar nichts, was sollen die machen? Wir haben richtig viele Getränke, richtig geil. So, die Familie sitzt beisammen am Tisch. Revi wäscht schon mal die Hände. Und da kommt der Palle mit seinem Klappstuhl. Ja, der ist nicht drin. Ja. Oh, der ist noch ein bisschen tief. Der ist jetzt auch tief. Für mich, danke schön. Hier. Danke. Würdest du noch ein kleines Stückchen zu euch ziehen? Dieses leckere Gericht. Hast du Angst davor? Nö. Du musst es nur nicht die ganze Zeit unbedingt riechen, aber so ist das super. Sehr gut. Ja, dann ihr lieben Menschen. Möchtest du Brokkoli haben, Simon? Ich habe extra Brokkoli für uns gemacht. Oh. Ja, ein bisschen Brokkoli nehme ich gerne. Ist auch extra mit Fleisch? Ja. Ja, danke. Fleischsoße. Ja, ich auch ein bisschen. Ein bisschen lecker Brokkoli. Noch was? Ja, du hast so eine kleine. Wie sagt man zu denen? Röschen. Röschen, genau. Hast du auch was, Katie? Wer ist denn der Papa von euch und von uns? Und wer ist die Mama?
Ich Paluten, bin definitiv Kind. Paluten bist Mama. Nee, ich bin einfach nur Kind. Du bist Opa. Opa, ja, Opa ist cool. Opa Palle. Opa sind immer die Besten. Opa und Oma, Beste. Gut, würde ich einfach sagen. Ich bin so ein riesgrämiger Onkel vom dritten Grad, der immer nur eingeladen wird zu Weihnachten, und alles schlecht redet. Da draußen? Wir haben uns, also gibt's nicht solche Sprüche? Machst du ein Tischgebet? Nee, kann ich ja nicht. Nein, ich kann sagen, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Und was kommt danach? Guten Appetit. Jeder isst so viel er kann, nur nicht sein Nebenmann. Hey! Piep, piep, piep. Ja, guten Appetit. Und keiner sagt, wie geht. Habe im Kindergarten immer gesagt. So, wir sind alle schon am Essen und wir warten nur noch auf eine Person, die sich einfach mal wieder ein bisschen verspätet. Nämlich den lieben Jungen. Es dauert wieder Jahre, bis er da ist. Mal gucken, wann er durch diese Tür hinten kommt. Du musst so einen Zeitraffer machen, alle sind tot am Tisch. So Skelette. Und dann auf einmal kommt er rein. Ja, ich bin bald. Junge! Alle sitzen hier schon so. Okay, den da kommt. Ja, die Tür ist offen, drück einfach. Einfach drücken. Ja. Ja, Mann, wir warten hier schon. Das ist Club, Mann. Du brauchst immer so lange. Ihr sitzt auf die Couch. Was ist das als Zwischenzugleich? Couch, auf die Bank. Guck mal, ich hab mir Besteck, Gabel ja, und was. Ja, sehr gut. Oh, tolles Getränk. Ist das etwa ein Getränk, das lecker ist? Ja, es mundet mir sehr. Hast du schon was gegessen? Nein, ich bin gerade aus Stuttgart wieder. Ja, deswegen wollen wir dich auch, dass das du... Ist der Wahnsinn. Wir haben vegane Spätzle, wir haben vegane Spätzle oder auch Fleisch. Das ist Fleisch und das ist vegan. Spätzle sind vegan, ja? Ja, wir haben Spätzle vegan gemacht. Aber Spätzle schmecken gut. Die sind vegan. Aber die Lasagne ist auch sehr lecker. Was esst ihr mit den Spätzle? Esst ihr die einfach so oder was? Die Spätzle, ich glaube, ist so Käse-Creme-Spätzle. Vegane Käsesoße. Käse? Vegan? Ja, alles vegan. Das ist aber veganer Käse, das ist kein richtiger Käse. Du hörst jetzt auf zu diskutieren und isst jetzt, was auf den Tisch kommt. Probier mal das Fleisch hier. Die Tür ist offen. Hab ich euch erwischt. Hallo. Hallo. So. Wie ist mein Vater? Was soll denn Scheiße? Ihr seht, alle Leute langweilen sich hier. Weil ich ein scheiß Gastgeber bin. Weil du ein scheiß Gastgeber bist. Ja! Du kriegst jetzt eine Flasche am Kopf. Nee, mach ich. Und Pan hat Spaß? Woo! Hast du eigentlich die Haare geschnitten? Voll kurz, oder? Schisch! Was spielst du denn da? Erzähl doch mal ein bisschen. Ich spiele hier gerade. Mach mal Let's Play. Ja, live Let's Play los. Wow, Leute, Call of Duty. Beauty! Wow, und du hast schon wieder Sperma im Gesicht. Ja? Ja, aber cool. Übertreib doch nicht, warum machst du da so viel drauf? Nee, war ja witzig sein. Trockene Lippen, Leute, was geht? Was sagen die Beauty-Gurus dazu? Ja? Nicht gut. Riech mal. An der Nase. Kick dich weg! Ich bin Assi Simon! Boah. Aber die Bots sind viel zu schwach, oder? Guck mal, wie die. Ja, das sind ja auch deine Freunde, wenn du auf die Tür schießt. 74, 44. Wird aber doch viel. Schisch! Ja, Simon, was machen wir jetzt noch? Zieh dich aus. Rumlaufe. Aua! Rumlaufe. Aua! Rumlaufe. Aua!